So, da bin ich wieder mit Don't Starve. Wir haben gerade eben den Chesterfield gefunden und warten jetzt hier auf den kommenden Vollmond, um den lieben Glommer uns zu holen. Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll, sagt er. Wir sind hier in der Nähe von Schweinen, natürlich, weil Glommer immer in der Nähe von Schweinen ist. Eigentlich auch in der Nähe des Schweinekönigs. Der wahrscheinlich hier vorne irgendwo sein wird. Nee. Da muss man dann aufpassen bei Vollmond. Ich versuche mal nicht zu spoilern. Vielleicht sehen wir das ja gleich, weswegen man da vorsichtig sein muss. Es dauert aber noch einen kleinen Augenblick. Ich ermorde mal hier die Katze. Nee, nicht den Chester. Catcoon. Nicht den Chester. Ach, ich habe ganz vergessen, wie doof das ist. So, dann haben wir nämlich auch ein bisschen Fleisch noch gekriegt. Pilz nehme ich mal auch mit. Immer nur pflücken, nicht ausbuddeln. Dann spawnt er nämlich nach. Ach, und wisst ihr was? Hier. Hier. Ah, immer wieder auf Chester. Wahnsinn. Gut, und dann hoffe ich, dass ich recht habe und 2 Tage lang Vollmond ist. Beziehungsweise 2 Nächte lang. Wo habe ich denn jetzt so einen Hunger? Ich habe doch gerade so ein Sandwich mir reingeballert. Und 3, 2, 1. Es werde Nacht. Los. Ja. Plopp, da ist die Blume. Da ist der Glommer. Niedlich auf widerliche Art und Weise. Da pflückt man die Blume. Und dann kommt er einfach mit. Ich fühle mich gleich viel besser mit dem lieben Glommer. Mit Glommer muss man aufpassen. Die Katzen werden magisch angezogen, nicht nur von Chesterfield, sondern auch von Glommer. Und außerdem sind hier auch die Schweine, die hier leben, auf die wir jetzt auch Acht geben müssen. Aber die Nacht ist ja sehr kurz. Das müssen wir schaffen. Kommt ihr mit, Freunde? Danke. Okay. Es ist nämlich so, dass bei Vollmond die Schweine zu Wehrschweinen werden. Ich hätte sie jetzt auch angegriffen, hätte ich nicht den Glommer dabei. Meine Gesundheit ist ja gerade ganz gut dabei. Aber den Glommer hätten die auf jeden Fall umgebracht und das wäre schade gewesen. Den platziere ich jetzt nämlich fein am Lager. Und der sorgt dafür, ich stelle mich mal daneben hier, dass meine geistige Gesundheit nach oben geht. Das ist nämlich ein ganz guter Freund von mir, der liebe Glommer. Und der macht so süß Boing, Boing. Also Chester auf Boing, Boing, der macht immer so, so. Aber der plumpst dann immer so auf dem Boden zwischendurch auf. Und hinterlässt dann auch so eine rosane Kackekugel irgendwie. Unglaublich witzig. So, ist ein bisschen außer Reihe hier geraten. Ich hatte doch auch schon. Ach, ich wollte den da eben platzieren. Wunderschön. So, der Strauch ist mich hier ein bisschen im Weg. Chester, kannst du da mal weggehen, bitte? Da, boing, boing, boing. So. Na komm schon. Hier sieht aus, als wäre es total daneben. Wehe. Oh. Ja, ist komplett daneben. Naja, passt schon. Ach, das verbrenne ich gleich einfach. Das müsst ihr ja die ganze Nacht über dann halten. Zack. Das sind auch nur 2. Ja, immer erst die Felder bauen. Dann kriegt man das auch ordentlicher hin.
Noch einer geht nicht. Dann koche ich mal fix. Und dann werde ich mich mal bemühen, direkt weiterzugehen. Ach nee, die Blumen kommen da gar nicht rein. Oh, ich muss eigentlich dringend alles Mögliche verkochen. Ich habe immer noch zu wenig Gemüse. Samen hierher. Brauche nur drei. Ich zumindest eine Möhre mehr. So. Ah, sehr schön. So. Guppe, 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 verschwinde. Guppe, 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 verschwinde. Ach ja. Ich freue mich schon. Gestern hat André geschrieben, er möchte gerne am Wochenende wieder mit uns zusammen spielen. Und ich bin gespannt, wer da noch so Lust drauf hat. Mal gucken. So. Ach, ich habe vergessen, mir einen Timer zu setzen. Das ist natürlich unpraktisch, da muss ich nach Gefühl. Ich habe... Oh, ich weiß nicht mal mehr, wann ich gestartet habe. Aber ich habe ja in der letzten... Kurz vor der letzten Nacht. Das heißt, bis Tag 12 machen wir auf jeden Fall noch. Ich habe Tag 10, Ende Tag 10 angefangen. Das heißt, Ende Tag 12 machen wir. Gut. Und ich muss dringend hier sortieren. Ah, okay. Hase rein. Ah, ich habe den Schweinekönig gar nicht angetroffen. Auch nicht gesucht. Kann ich hier noch ein Feld hinmachen? Ah. Einfach schief, ne? Naja. So. Und dann würde ich nämlich bei dem Feld... Wie mache ich das am besten? Ich würde hier dann die... Nee, am besten wäre es, wenn ich... Hier irgendwo... Hier wahrscheinlich... Die Maschine hinstelle. Hier lasse ich Platz für die Maschine. Gut. Dann... kann ich hier weiter pflanzen. So. Da lasse ich ein bisschen Platz für Stöckchen. Gut. Habe ich gar nicht gekocht. Ach doch, zwei Fleischklöße. Ich denke, dann muss ich wohl noch einen Fleischtopf machen. Sonst wird mir das ganze Zeug hier schlecht. Der kommt hier noch mit rein. Was habe ich denn jetzt hier? Ah, das wird kein Fleischtopf dann. Böses Fleisch noch. Es muss großes Fleisch sein. Ein kleines Fleisch kann mit rein. Und das kleine Fleisch ist hier in dem Fall der Frosch. Aber ansonsten wären es auch nur Fleischklöße. Was haben wir denn noch im Chest da drin? Ein Pilz. Ah, und ein bisschen Fäulnis. Dann, zack. Angedüngt. Was sagt er dazu? Ein Eintopf, damit ich etwas Fleisch auf meine Knochen bekomme. Und da kaut er mit vollen Backen. Okay. Habe ich alles angedüngt. Sehr schön. So. Dann. Einmal
das Feuer anfachen. Geistige Gesundheit ist eigentlich ganz gut. Dann koche ich mal den Pilz weg. Mit den zwei Fleisch nützt ja nichts. Und stell mich hier neben den Glommer und freue mich. Ach, wo ist Chester? Chester ist schlafen gegangen. Ach, hier. So, ein Feld war noch nicht angepflanzt. Das kann ich dann auch mal wegtun in der Truhe. Warum habe ich das Ding denn mitgenommen? Ach man. Platzverschwendung. Hier unten ist noch Gold. Ah, ganz dringend. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ich brauche noch einen Blitzableiter. Tue ich mal hier irgendwo rein zum Vergammeln. Da sind schon welche vergammelt. Die nehme ich mal, um die Büsche anzupflanzen. So. Wunderbar. Schon wieder alles voll hier. Ich mache mir mal eben einen zweiten Helm und außerdem einen Regenschirm. Ich hoffe, es reicht. Ach, guck mal an. Regenschirm brauche ich, glaube ich, ein Seil für. Nee, geht so schon. Zack. Und was wollte ich noch machen? Einen zweiten Helm. So, dann habe ich eine Reserve. Dann kommt das hier rein. Das bringe ich mal um. Dann habe ich da mehr Platz. Habe ich nur noch 6 Steine? Nee. Alle hier. Es kommt davon, wenn man sein Inventar nicht sortiert. So, die 40 könnte ich auch rein. Auch zu. Und ich glaube, aus den hier mache ich mir mal fix Trockenständer. Denn das Fleisch, ich habe ja die ganze Zeit ein bisschen zu viel Fleisch. Das kann man trocknen und dann hält sich das länger. Bei Regen hält sich das natürlich nicht länger, aber ja, mal gucken, dafür brauche ich 3 Seile. Auf dem Essen-Tab und 2 Kohle und 3 Stöckchen. So, wenn ich das dahin mache, die Maschine, dann würde ich... Ich mache das mal hier neben dem Weg einfach. So. Gras habe ich nicht genug. Falle ist kaputt gegangen. Ja, dann weiß ich ja, was jetzt meine Aufgabe ist. Gras sammeln schnell. Aber ich habe auch nicht genug Kohle. Dann lasse ich das mal sein. Immer noch. Was könnte ich denn? Ich kann die Schaufel mal mitnehmen. Kann ich eigentlich immer gut gebrauchen. Dann können die Pflanzen da drin bleiben. So, und was kann ich hier noch mit reintun? Den kann ich mal auf dem Boden tun, erstmal. So, Chester mache ich immer in den Rucksack, weil ich dann zum Kämpfen ganz gut den Rucksack abwerfen kann. Das macht er eh automatisch, wenn man eine Rüstung ausgerüstet hat. Und dann bleibt Chesterfield ein bisschen weiter in der Entfernung stehen und wird nicht angegriffen. Das ist nämlich immer richtig doof. Das spawnt dann zwar wieder, aber man hat ja die ganzen Sachen in ihm drin, die dann auf dem Boden liegen und eventuell von Maulwürfen gefuttert werden. Deswegen, immer wenn ich in den Kampf reingehe, auch wenn es nur gegen Spinnen ist, lasse ich den ein bisschen weiter weg.
einfach im Rucksack liegen. Dann bleibt er auch beim Rucksack stehen. Es wird dann auch auf der Karte im Zweifel angezeigt, wo er ist. Und man kann ihn schnell wieder aufnehmen und schnell davon flüchten. So, dann gucke ich noch mit euch einmal nach den Büffeln. Und dann müsste das jetzt auch schon das gewesen sein für heute. Das nehmen wir mal mit hier. Oh, Süßkartoffeln. Die sind dazugekommen mit dem DLC von Shipwrecked. Die gab es hier vorher nicht. Oh, super viel Gras hier überall. Ich glaube, einen Vorrat an Gras brauche ich mir auch nicht anlegen. Es wird einfach passieren, denke ich. Dann würde ich für heute auch erstmal Pause machen und morgen ein bisschen weiterspielen. Ich habe jetzt ja auch schon wieder eine gute Stunde gespielt, dann ist auch wieder gut für heute. Manchmal kann ich das stundenlang machen, aber heute habe ich noch ein bisschen was vor. Gib mir das los. Gut. Dann wäre es das erstmal. Ach so, sorry. Einmal kochen hier. Oh, der Fisch. Der ist nichts mehr, den kann ich nicht mehr essen. Gut, und mit einem vollen Magen, relativ vollen Magen, und einer Tasche voller Mist, mit einem Regenschirm, haben wir doch ganz schön viel jetzt heute geschafft. Also, dann verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.